So, da bin ich. Da bin ich, genau. Ich habe Post bekommen. Ich habe es auch schon aufgeschnitten, weil ich nicht abwarten konnte. Eigentlich wollte ich morgen erst das Video drehen, aber geht nicht. Nee. Entschuldigung fürs ins Ohr schlürfen. Aber das machen meine Nerven nicht mit. So aufgeschnitten habe ich schon. Ich klappe das mal nach oben. Das muss ich auch wegklappen. Da steht auch noch ihre Adresse drauf. Ah, guck mal, ist das nicht süß hier? Oder hinten steht mein Salat. Ich habe jetzt alles stehen und liegen lassen. Salat, Kaffee, alles. Ist das nicht. Und der Geruch, der da rauskommt, Leute, echt das. Oh, das müsst ihr riechen. Das ist der blanke Wahnsinn. Ach, das schnüffelt gut. So, jetzt entreiße ich euch das mal wieder. Und dann gucken und bestaunen wir jetzt erstmal die schöne Serviette. Die ist ja aber auch niedlich, oder? Sieht aus wie diese Holzknöpfchen hier. Es gibt ja so Holzknöpfe von. Wir haben einen Weihnachtstausch, ne? Also, Weihnachtsservietten kann jeder erinnern, dass Ulla auf Eulen steht, aber nicht. Haha, Quatsch. Hat sie bloß keine schöne Weihnachtsservietten. Ja Mensch, das wär's aber jetzt gewesen. Jetzt hast du mir die Illusion geraubt. Nee, die sieht toll aus. So. Ich habe übrigens auch keine Weihnachtsservietten. Schied. Oh, das riecht so gut, Mensch. Ich muss da mal. Das, ne, die Servietten? Und dann guckt mal hier auf den Briefumschlag. Warte mal. Ich hatte hier vorhin noch eine Schere. Betonung ist hatte, nee, doch nicht hier. Ich wollte gerade sagen, Betonung hatte und vorhin. Zack. Ich muss immer mal mit einem Auge so aufs Handy schielen. Die riechen gut. Ich glaube, ich stelle mir den Karton heute Abend ins Schlafzimmer. Und dann werde ich eingenebelt von diesem schönen Duft. So, Post. Guck mal, allein den Briefumschlag hat es wieder süß gemacht. Ne? Da unten mit Post und hier oben mit Glitzer. Die werden natürlich abgefummelt und das Post auch. Oh Gott, so ein schöner Briefumschlag. Mit Abstandspads, damit ich auch ja dahinter komme mit meinen groben Fingern. Ne? Oh Gott, wie süß. Oh nein, guckt mal. Ich mag ja, wie sie bastelt. Ist das nicht toll? Ist der. Und da oben dieser Stein. Boah. Wartet mal. Toll, ne? Wow, das ist toll. Oh, ist das schön. Frohe Weihnachten, ein gutes neues Jahr. Oh nein, und hier mit dem Glitzer. Oh, ich stehe auf Glitzerpapier. Ich bin doch ein Mädchen, echt. Aber das sage ich jedes Mal, ne, wenn es glitzert, dass ich ein Mädel bin. Und dann hier. Also ich finde ja diese Karten, so, diese Silber gestrichen sind eigentlich grottenhässlich. Aber guck, was da drauf ist, das ist doch ein Bild schön, ne? Also das wirkt ganz anders, wenn du da was drauf machst. Coole Sache. Echt cool. So, jetzt muss ich mal lesen, was drin steht. Ach, und übrigens hat sie eine Schrift. Die ist beneidenswert. Guckt euch das an. Hier. Das ist ja meine Handschrift, wa? Ist ja wie gedruckt. Meine Güte, ich habe so eine Sauklaue. Warte mal, ich lese mal kurz. Nee. Sie bedroht mich. Du drohst in so einer schönen Karte. Verzeih ich dir, weil die Karte so schön ist. Sehr schön. So. Dann habe ich hier noch so eine schöne Serviette. Die Notfall-Ausweichserviette. Und die sind so groß, ne? Die fühlt sich auch ganz toll an. Also ich muss sagen, ich mag diese Servietten lieber. Als diese anderen, diese, die da sind furchtbar, mit denen kannst du dir auch nicht den Mund abputzen. Ah, ich glaube, in diesem Riesenteil hier ist das Flipbook drin. Guck mal, wie dick das ist. Wahnsinn, ne? Aber schönes Weihnachtspapier.
Das kommt mir ja irgendwie wie gerufen. Und hier sind bestimmt die Card Candies drin. Und ich glaube, die Card Candies machen wir zuerst auf. So, die legen wir mal beiseite. Und da ich kein Weihnachtspapier habe, werde ich mir das hier direkt mal beiseite legen. Aber ich fummel mir das später ab, das Washi-Tape. Danke, dass du es übrigens mit Washi-Tape geklebt hast. Alles andere wäre nämlich jetzt schon kaputt gegangen. Oh, nein, oh nein, nein. Oh nein. Ich habe von ihr ja schon mal so ganz niedliche bekommen mit Geistern. Und die habe ich bei mir auf der Tür kleben im Bastelzimmer. Oh Gott. Guckt mal, ist das nicht schön? So schön. Und so tolles Papier. Nein, das, oh, ist das toll. Das Papier mit den Zuckerstangen. Oh. Die sind ja niedlich. Ach, und übrigens sind es keine Card Candies, es sind Embellishments. Genau. Embellishments. Hatten wir so ausgemacht. Und ich habe schon wieder Schweißperlen auf der Stirn gehabt. Ich hatte es wieder total vergessen, ne? Ich so, Gott, nein, Card Candies. Ich muss Card Candies machen. Oh. Die sind ja auch so niedlich. Oh Gott, ist das ein süßer. Och, und sie kann ja so schön kolorieren, ne? Guck mal, wie schön das alles koloriert ist hier. Oh. So viel Liebe, ne? Und so sorgfältig. Oh. Total süß. Warm eingepackt. Das heißt Candy Canes. Und das heißt warm eingepackt. Oh, das ist so süß. Der ist aber wirklich niedlich, oder? Der hier. Hat sie so Wängelchen links und rechts noch. Oh, nee. Und das Herz hat sie beglittert. Ja, gut. Gut, ich pack's beiseite. Die werde ich mir nachher sowieso alle noch mal ganz genau unter die Lupe nehmen. Nee, das Telefonpapier ist es nicht. Oh, guck mal, da ist ja schon wieder einer. Nein, wie niedlich. Boah, das Papier hätte ich, also wenn das von Action ist, dass ich das verpasst habe. Ich liebe zwar kein, also ich bin kein Papier-Junkie mehr, aber das hier. Das ist ja mal toll mit diesen holographischen. Seht ihr überhaupt irgendwas? Mit den holographischen Schneeflocken drauf. Echt klasse. Und schon wieder dieser so schöne Steinchen. Gott. Also da kann ich nicht ein einziges hergeben und auf irgendein Geschenk kleben oder so. Die muss ich alle behalten. Weiße Weihnacht heißt das Set. Der Zauber von Weihnachten. Och Gott, da, let it snow. Och nee. Und hier hat sie auch so. Ob das auf dem Papier. Sag mal, ist das auf dem Papier drauf, dieses Geglitzer da? Könnt ihr das so sehen? Ist das schön. Und da ist er wieder, dieser dieser Bär. Der Bierbär. Oh. Ganz toll. Ganz, ganz toll. Und ich habe noch eins. Ich darf noch eins auspacken. Ich werde ja nicht mehr. Und dieser Geruch, also das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was das hier gut riecht. Ehrlich nicht. Nein, das geht gar nicht. Oh, in rosa. Oh, und es. Oh, guck mal. Die Farbzusammenstellung, die hat so richtiges, so ein Feeling, so ein Händchen, weißt du, so für Farben. Also ich tue mich da echt schwer und bei mir dauert das was länger, bis ich dann was gefunden habe. Aber das ist ja richtig toll. Das heißt Weihnachtshunde. Oh. Total niedlich. Ehrlich.
Die werde ich mir alle rausreißen und die kommen auf meinen. Also zum Teil kommen sie auf meinem Schrank. Der kommt mit Sicherheit auf meinen Schrank. Oh. Und die anderen. Und der kommt auch auf meinem Schrank. Und der kommt auch auf meinen Schrank. Und die anderen kommen alle auf mein neues. Sag schnell. Auf meinen neuen Keilrahmen. Ja, nicht runterfallen. So, und jetzt widmen wir uns mal. Ich muss meine Karte auch mal hier rüberlegen. Dann widmen wir uns hier jetzt mal diesem wunderschönen eingepackten Backflip. Nee, das Band wird auch nicht weggeschmissen. Das wird alles schön brav behalten, ne? Das weiß man ja mittlerweile. Wir werfen sowas ja nicht weg. Wir heben das auf, ne? Legen das ordentlich zusammen und verstauen das dann. Und dann bleibt das dann. Oh Gott, ist das ein Monster. Und so schön. Boah, hast du da tolles Papier genommen? Guckt mal. Have a sweet Christmas. Oh nein. Das ist ja schön. So schön mit Buchrücken hinten, ne? Oh. Ich habe mein Handy jetzt nicht auf stumm gestellt, ich hoffe. Obwohl ich gerade gesagt habe, dass ich jetzt das Video drehe. Dass es nicht wieder bimmelt. Aber stört auch nicht, ne, wenn es bimmelt. Oh, guck mal. Ja, wie süß. Für Ulla von Julia. Schön. Dieses Format habe ich auch noch nicht. Guckt euch das mal an. Ja, Julia, das ein oder andere Umklappding ist schon dabei. Da hast du völlig recht. Das ein oder andere. Kaum merklich. Boah, das ist ja ein Oschi geworden. Mein lieber Gesangsverein. Und so viele Schichten, wie du übereinander gemacht hast. Richtig tolles Papier. Ach, guck mal, hat sie mir einen Umschlag gemacht. Ich habe immer Angst bei Umschlägen. Kann man das überhaupt aufmachen? Gott, das ist zugeklebt. Wieso klebst du sowas zu? Du bist böse. Da sind von diesen Schneeflocken was drin. Oh, guck mal hier. Die sind wunderschön, oder? Wow. Ich glaube, die lasse ich draußen. Oder packe ich die wieder rein? Nee, ich packe die, glaube ich, wieder rein. Boah, sind die toll. Ja, ich war schon so lange nicht mehr shoppen, nirgendwo. Ich habe einfach zu viel Zeug. Da. Oh, ich brauche nicht einen einzigen. Oh, das ist schön. Ja. Ich. So. Echt toll. Oh, guck mal hier. Die beiden Farben zusammen, die mag ich. Braun und rosa. Braun und pink finde ich ein bisschen krass, aber braun und rosa finde ich schick. Oh, toll. Ulla freut sich. Und richtig schönes Papier, ne? Das ist richtig schönes Papier, ehrlich. Und das mit dem Klappteil finde ich gut. Das. So, wartet mal. Das mache ich so und dann so. Ach Gott, da sind schon wieder so. Was hast du denn da für tolles Papier genommen? Das ist richtig toll. Und schon wieder zugeklebt, ne? Oh, böse Julia. Ich habe immer Angst bei sowas. Oh nein, dann noch dreimal, dass das hier kaputt geht. Was hast du denn da Schönes reingemacht? Oh, hier. Guck mal. Tolles, oh Gott, tolles Papier. Ah, das sind diese neuen Blöcke, wo du gesagt hast, ne? Ja, okay, die sind wirklich schön.
Wow, das hier. Da ist dieses Papier mit den Schneeflocken. Wahnsinn. Das ist richtig. Boah, das ist richtig toll, ehrlich. Und so eine schöne Form, ne? Jetzt muss ich wieder aufpassen, nicht, dass ich mir das. Oh, ich will das nicht reißen. Hier hat sie sogar vier drauf gemacht. Oh Gott. So, das macht mir das kaputt. Da sind. Oh. Oh, da sind. Das ist eindeutig Weihnachten. Ich glaube, da ist noch. Ich glaube, da ist noch einer drin. Aber ich kann das jetzt nicht kippen. Guck mal. Sind die nicht bildhübsch? Die sind ja mal toll, ne? Voll niedlich. Sind das zauberhafte Schädel? Dankeschön. Ja, da sind noch welche drin, aber die kriege ich nicht raus, weil wenn ich das jetzt umkippe, habe ich Angst, dass da anderes rauskippt. Aber habt ihr gesehen, was da drin ist? So, und guck mal, die nächste Seite, da habe ich zauberhafte Tacks drin. Oh Gott, die ist ja wohl so lieb, ne? Oh, die macht das so lieb, sie hat da so ein richtiges Händchen für, finde ich so. Oh. Da ist gar nicht viel drauf, ne? Aber dadurch wirkt das richtig toll, finde ich. So. Ja, edel irgendwie. Ich kann das nicht sagen. Das ist einfach nur toll. Und da unten Washi-Tape verarbeitet. Ja. Oh, guck mal da. Die sind ja wohl so süß, diese Pinguine. Oh. Diese Steine immer. Ja, komisch, ne? Man macht immer die typischen drei. Ich auch. Manchmal versuche ich darauf zu achten, nicht drei zu machen. Dann macht man nur zwei und da unten vielleicht einen oder so. Aber im Endeffekt hast du auf dieses Ding auch immer die typischen drei. Richtig schön. So, und dann, oh, das kann ich noch einmal oben machen. Das ist ein Umschlag. Bitte nicht mit so vielen Pads zugeklebt. Wenn man die nämlich langsam öffnet, das sage ich jetzt zu laut, weil jetzt habe ich bestimmt einen in der Hand oder so. Nee, doch nicht. Oh, auch wieder so tolle Standsteine. Happy Halloween. Da kennt mich aber jemand gut. Guck mal. Richtig toll, ne? Beziehungsweise so richtig toll, ne? Dankeschön. Ja. Also, echt toll. Und hier unten so ein super Embellishments drauf. Das kann man bestimmt abmachen, ne? Das würde ich doch im Notfall eventuell abkriegen, aber ich glaube, ich lasse das drauf. Das macht sich da auf der Seite nämlich richtig super. Ein Doppelwopper. Oh Gott, guckt mal, ist das nicht niedlich? Dieser Hund mit dem Stern. Da. Da. Ah. Mops, das ist so toll. Oh nee. Oh nee. Oh. Da hat sie die bestimmt auch selbst gemacht hier. Eine Tonne Glossy drüber geschmissen, ne? Wünsche werden wahr. Och nee, wie schön. Dadurch, dass sie nicht ganz glatt sind, finde ich die noch viel besser. Echt. Richtig toll. Was ist das? Das ist ein Schüttelaufkleber. Ja, genau. Ein Lebkuchenhaus. Toll. Was sind hier schon wieder her? Nee, nee, nee. Und so schönes Papier. Und schön kombiniert. Hier ist dieses Rosa.
Mit dem Braun, das sieht ja wohl mal richtig toll aus, ne? Frohe Weihnachten, ein gutes neues Jahr. Sehr schön. Dankeschön. Na, da hast du jetzt uns eine Style-Vorlage, ne? Hast du mal hier hingelegt jetzt. Und hier, das hast du voll mit ganz vielen tollen Steinchen. Kommt her. Oh, komm her. Du und du auch. Hier, liebe Julia. Wann war denn das? Im Adventskalender. Irgendwo hast du mir oder du hast mir mal geschickt, da waren auch solche Steinchen bei. Lach jetzt nicht, die besitze ich immer noch. Die habe ich noch nicht verbastelt. Die habe ich alle in so ein Tütchen rein und da sind die drin. Da wandern diese hier auch rein. Und diese. Und diese und diese. Schick, ne? Oh, ich mag die Dinger so gern. Ich bin so eine Bling-Bling-Tante. Ist ja furchtbar. Ich hink bei mir so ein bisschen hinterher. Also mein Adventskalender ist schon da von der Elfe. Meinen habe ich auch schon verschickt. Und ich habe echt ehrlich gesagt noch nicht nachgeguckt, ob der überhaupt schon angekommen ist. Da habe ich keine Zeit für. Ich habe so viel Zeug noch zu erledigen. Ich bin dann immer froh, wenn ich den Kram dann verschickt habe, ne? Ich habe hier immer noch was liegen. Aber entweder es regnet hier in Strömen, ne? Oder mir ging es jetzt die Tage nicht so gut. Also irgendwas war immer. Aber es ist jetzt nichts, es ist kein offener Tausch oder so. Das ist etwas, was ich halt verschicken möchte, aber wo ich nicht zu komme. Oh, hier habe ich wieder so süße Kleinigkeiten. Guck mal. Ja, ich mag das. Oh Gott, und so ein ganz. Oh nein. Oh, ich mag sowas. Sowas ist so süß. Oh. Hier. Da kann man auch herrlich eine Karte, also mit eine Weihnachtskarte gestalten und dann das da so schräg drauf machen oder so. Auch herrlich. Hier mit Tannenbaum. Ups, wer ist da abgehauen? Das andere Lebkuchen-Männchen, guck. Und immer diese tollen Steine da drauf. Richtig schön. Das ist auch ein ganz toller Stein hier. Richtig schön. Ja. Ich Glückskind. Ups. Ich bin ein Glückskind. Cool. Das hole ich näher ran. Ich hole euch. Nee, ich komme näher ran. Hier, guckt mal. Hier hat sie mir ganz viele von diesen super coolen Steinen hingemacht. Boah, die sind aber auch toll. Und sämtliche Farben, guckt mal. Super, ne? Boah, wie gut, dass ich letztens eine Sortierkästen. Also für mich hatte jemand Sortierkästen besorgt. Und das ist auch alles bezahlt und so, das ist auch alles schon hier und steht auch schon länger hier, aber jetzt habe ich einen Inhalt dafür. Ein Schüttelshake. Ja. Ich schüttel mal nicht so doll. Weil ich habe schon mal einen Schüttelshake gehabt, aber der hier sieht nicht so aus, als ob der sich auflösen würde. Aber ganz hübsch. Ganz, ganz hübsch. Oh. Ein Jingle All the Way. Also so. Hübscher. Bisschen your Holiday Happiness. So schöne Farben hat sie genommen. Echt toll.
Ich finde das immer noch faszinierend, ne, was man so machen kann mit Papier. Ich selber arbeite in dem Sinn ja auch noch etwas mit Papier, aber anders. Nicht mehr so. Halt anders. Ups. Nee. Echt toll. Ach, mein Umschlag. Ach, guck mal, ist das Papier süß hier mit den Schneemannikens. Ich habe Schneemann gesagt, nicht Weihnachtsmann. Sonst sage ich doch immer Weihnachtsmann. Ich habe es gelernt. Mein Hirn hat es begriffen. Das Ding mit der Rübe ist ein Schneemann und kein Weihnachtsmann. Wurde auch Zeit, ne? Oh, hier sind diese Filz-Dinger drin. Da hatte ich ganz viele von, und da habe ich alle verschenkt, weil ich die so furchtbar fand. Aber mittlerweile geht das. Also ich scheine mich so dran gewöhnt zu haben. Aber ich finde das Motiv richtig cool. Wow. Richtig cool. Und da oben hier mit diesem Schneeflockenteil. Ups, wartet mal. So. Und hier die drei. Have a very Merry Christmas. Oh, das fühlt sich auch gut an hier. Nein, hast du schon wieder zugeklebt. Du böse Julia. Und auch gleich dreimal. Nee, das dauert zu lange, wenn ich jetzt abpulle. Haben wir denn da Schönes drin? Oh. Oh Gott. Oh, da freut sich meine Alkoholstifte. Die freuen sich. Die jubeln. Och nein. Oh, guck dir mal. Oh, tut, tut, tut. Oh, und dieses Papier. Ich könnte schon mit dem Papier kuscheln gehen, ehrlich. Das ist so toll. Da spürt man, ohne Scheiß, die Erhöhung von der Stempelfarbe drauf. Wow. Da sind sie, die Geister. Ja, die fand ich ja so toll. Die hat sie mir schon einmal geschickt. Habe ich mich ja gefreut, wie so ein kleines Kind. Die habe ich jetzt aber auch, glaube ich, ein ganzes Jahr gestreichelt und gehütet. Und habe die dieses Jahr endlich mal koloriert. Also angemalt. Ich koloriere ja nicht, ich male ja an. Oh, sehr schön. Da die Pinguine, die Zuckersüßen. Da auch nochmal. So schnuffig. Sorry. Der ist ja wohl mal zu leicht schmelzend, oder? Och nein. Irgendwie fühle ich mich im Strickpullover genauso, wie der aussieht. Oh. Die sind so hübsch. Ganz tolle Stempel, ehrlich. Ganz, ganz tolle Stempel hast du. Ah, nee. Nee, die lasse ich draußen. Richtig toll. Und hier hat sie dieses Papier hier verarbeitet mit diesen holographischen Pünktchen. Und da habe ich schon wieder so einen wunderschönen Embellie drauf. Du verarbeitest die auch. Finde ich auch ganz toll. Und bei dir, du hast es auch gemacht, oder? Das kann bis durchdrücken. Also ich achte immer drauf, dass wenn ich die Dinger hier verarbeite, dass möglichst so ein kleiner Nüppel hier oben durchkommt, so ein kleines bisschen überquillt, dann springen die nämlich nicht so schnell wieder weg. Weil das ja dann so ein Nüppel ist, der die noch so ein bisschen festhält. Zuckerstangen. Ich war jetzt bestimmt schon 3 Wochen nicht mehr beim Teddy oder wenn sogar länger mit Sicherheit. Ich weiß gar nicht, ob die schon haben müssten, die aber eigentlich, ne? Die Zuckerstangen. Ach, guck mal. Guck da.
Toll, ne? Oh. Ich habe schon mal eine Karte von dir bekommen, da steht, ach Gott, ich weiß jetzt nicht was, aber die habe ich bei mir auch an die Wand gemacht. Auch hier so mit, also in diesem Style wie das hier, ne? Life begins at the end of your Komfortzone. Aha. Auch ein schönes Papier. Lieblinge, hast du da von dir irgendwas reingemacht, was du gerne hast? Ah. Lieblinge. Das muss ich hier aber abpillen. Ich möchte nicht, dass mir das kaputt geht. Ich mache das Prachtstück mal zu. Guck mal, ist das nicht schön hier? Oh, ist so schön, oder? So schön. Und das riecht auch so toll. Ich weiß nicht, was das ist. Das riecht einfach nur richtig toll. Guckt mal, die sind so niedlich. Oh, hier. Und so viele. Also da schneide ich auch echt wirklich extrem gerne mit der Hand aus, ne? Da habe ich überhaupt keine Probleme mit der Hand auszuschneiden. Da macht das sogar noch Spaß, echt. Och nein, oh nein, ist das. Och, guck mal da oben, das hier, das, oh. Nein, wie süß. Die Otter sind aber auch niedlich, oder? Die gefallen mir auch. Hier. Die sind alle so süß. Wirklich. Alle ganz, ganz süß. Oh, hier. Die kleine Maus. Ja, danach hatte ich ja mal so geschmachtet, ne, hier nach denen. Die sind ja auch der aller. Ach, die sind so süß, oder? Ich glaube, das Wort süß könnte man jetzt, wenn ich das rausschneide, ist das halbe Video weg. Ja, da ist sie. Hier. Nein. Oh, eine Prinzessin ist das. Die ist ja so süß, so also voll die Prinzessin, ehrlich. Das sind alles Prinzessinnen. Vor allem haben die alle die richtige Figur, finde ich. Und die sind herrlich. Einhörner. Hübsch hier, die Kleine. Echt hübsch. Ich habe nicht süß gesagt, gell? Liebe Julia, da hast du der alten Ulla aber mal eine Riesenfreude gemacht mit diesem. Nee, das kommt aber nicht rein. Mit diesem prachtvollen Flipbook, das ist so toll. Oh, aber ich werde das bestimmt verstecken müssen. Meine Tochter mag sowas nämlich auch. Das ist so schön. Und übrigens benutze ich diese meinige Teile, die ich bekomme, auch wirklich, ne? Das werde ich ausräumen. Und dann werde ich da alle meine. Wie du gesagt hast, zum Beispiel werde ich hier alle meine Lieblinge reinmachen, die ich unbedingt gerne kolorieren möchte. Also ist das mein Kolorierungsbuch. Weil hier sind so schöne Sachen drin. Da hinten hast du einen schönen Umschlag. Da vorne war ja auch noch ein Umschlag. Ich finde das ganz toll. Und hier, die muss ich ja nicht zulassen. Kann ich ja aufmachen. Und hier meine kleinen. Ich habe so schmale. Entschuldigung. So schmale, da sind zwei. Übereinander, ne? Die kann ich dann auch da schön reinstecken. Also richtig schön, ehrlich. Ah, toll. Hast du toll gemacht, ja. Alles meins. Dankeschön.